Recht herzlich willkommen zur 53. Folge von Avorion. Ja, wir waren durchs Tor, ne? Wo ist das Tor? Da ist das Tor, genau. Wir sind durchs Tor und haben dann, glaube ich, nichts mehr gemacht. Wir müssen mal schauen. Hört sich gerade so an, als ob wir angegriffen werden, ne? Ich gehe mal auf F9. Das habe ich im Stream gelernt, dass es da so eine schicke Taste gibt, wo man dann rauszoomen kann. Hier so alles machen kann, so markieren. Und dann sieht man, was ist eine schöne Übersichtskarte, muss ich sagen. Ich weiß nur noch nicht, auch mit Pfeiltasten war verschieben, ne, angesagt. Also man kann schon hier dann so reingehen und kann auch diese Übersichtskarte sich mal angucken. Da findet man dann auch den einen oder anderen Asteroiden, so wie diesen hier. Kann man auswählen und dann kann man da richtig mitarbeiten, ne? Und wir sind halt hier vorm Tor, wie man sieht. Das ist schon eine krasse Karte, muss ich sagen. Kann man richtig gut mitarbeiten, würde ich sagen. Hier sieht man dann schon die. Also hier kannst du auch das und dann kannst du F drücken, ne? Ne, kannst du nicht, weil da musst du erst raus. Dann kannst du F drücken, ne? Und dann kannst du gucken, hier bist du schon an der richtigen Stelle. Dann ist dieses Hin- und Herdrehen, ne? Das war schon ein großes Ding. Hier kannst du dann sofort reingucken, Lieferung Sauerstoff brauchen die. Einfach, ne? Das ist schon hier besser auszusuchen alles, weil alles auf einer Ebene in Anführungsstrichen ist, ne? Ah, naja. Wir müssen jetzt gucken, dass wir zu dem Tor, glaube ich, kommen, ne? Oder wo wollten wir hin? Nach Süden, ja, das ist das Südtor, genau. Dann können wir da jetzt auch uns ausrichten. Oh, das ist natürlich schlecht, dass wir gerade angegriffen werden. Jetzt haben wir auch gerade hier mal so ein bisschen die Flucht ergreifen. Das Tor ist da hinten. Fliegen aber in einer ganz anderen Richtung gerade. Passt, ne? Okay, das ist das Südtor. Dann mal dahin und dass wir hier rauskommen. War ja jetzt nicht so nett, uns so hinterrücks anzugreifen. Was denn da oben? Ein bisschen beschädigt oder was möchte er uns sagen? Ja, okay. Aber wir gehen erstmal raus hier aus dem Sektor, weiter nach Süden. Und schauen, was da unten noch ist. So. Einmal bitte durch. Da sind wir. Wieder auf diese Karte kurz. Einmal rausgescrollt. Wie ihr seht, da ist ein Asteroid. Dann muss ich nochmal anklemmen. Kannst du dann hingehen und der wird dann automatisch ausgewählt, in Anführungsstrichen. So, aber der ist ja jetzt unser Ziel. Da fliegen wir hin und dann claimen wir den mal, weil das war ja unser Ziel. Kann natürlich auch sein, dass mehrere Sachen sind, aber wo ist denn der jetzt? Da. Hier ist es ganz schön dichtes Feld, ne? Also ein bisschen. Ja, wir sind runterher. Da oben ist auch noch, ich sag schon, Titan, da ist Titan. Titan ist hier auch gerade recht viel, das ist auch cool. Und wie ihr seht, ist da vorne auch der Asteroid. Hier ist es schon ein bisschen eng mit den Feldern. Jetzt ist nur hier alles auch fremdes Gebiet, ne? So. Hier ist dieser fette Asteroid. Und ich werde ihn trotzdem einnehmen. Oh, ich glaube, das bedeutet schon wieder, wir müssen hier weg. Mann, 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 Mann. Kurz mal höher fliegen. Ja, wir sollten dann doch überlegen,
wo wir hier sind. Ne? Im roten Bereich ist es einfach nicht so machbar, mal gerade eben Sightseeing zu machen. Da sollten wir dann doch gucken, dass wir das Westtor erreichen. Keine Ahnung, wo es jetzt gerade ist. Da hinten ist ein Tor. Ist das das, wo wir herkommen? Oder das ist das Nordtor. Da kommen wir also her. Jetzt schnell noch das Westtor rausgefunden. Da unten ist es. Also müssen wir jetzt dahin. Dann mal flott, bevor uns die wieder angreifen, ne? Wir hätten jetzt noch interagieren können und natürlich verkaufen machen sollen hier in diesem Sektor vielleicht. Aber das müssen wir dann später gucken. Erstmal hier raus. Weil war ja wieder Schießerei. So, kurz erst sofort hier ins B und Schiff reparieren. Hier ist auch noch alles rot. Kurzkarte, Nordwest ist also wahrscheinlich auch da. F gedrückt, einmal rausgezoomt. Sieht so aus, als ob hier im Sektor nichts ist. Dann auf zum West-Nordwest-Tor, um dann hier durch zu sein. Ja. Gut, dann sind wir noch dran vorbeigekommen wohl. Gerade so geschafft, ne? Das war ein Frachter. Deswegen schoss der wahrscheinlich auch nicht. Nächste Karte. Ja, Süden oder Westen. Das liegt vor uns. Wo ist das andere? Da unten. Süd, Südwest. Ich nehme mal das. Kurz die Sektorkarte hier aufmachen. Ist noch was anderes hier drin? Nicht wirklich. Kein Versteck und nix. Einfach nur eine Wegekreuzung. So, da hoch. Und da rein. So, da sind wir schon wieder im nächsten Sektor. Kurz geschaut. Ist eine Sackgasse. Das heißt, wir können gerade einmal den Sektor scannen. Aber da kommen schon die ersten, ne? Brauchen wir gar nicht drüber reden. Zack, Schiff drehen. Und durch da. So, dann sind wir hier. Jetzt brauchen wir da nicht das West-Nordwest-Tor, oder doch? Nee. Das ist das. West-Nordwest-Tor, doch. Das ist das richtige Tor. Dann fliegen wir dahin. Und dann da durch und dann schauen, was dahinter ist. Und irgendwann müssen wir mal schaffen, ein befreundetes oder befriedetes Gebiet zu kommen, ne? Weil das ist ja echt nicht so schön, was jetzt gerade hier so läuft. So, da geht's in Norden und in Osten. Nee, Westen. Das ist Nordwesten. Guck mal da. Das Tor hat keinen roten Rahmen. Aber das mal gerade den Sektor scannen. Da ist ein kaputtes Tor, oder was? Wertstoffhof. Okay, das kenne ich gar nicht. Hier ist aber nichts. Sind denn hier Asteroiden? 189, die haben wir jetzt auch gar nicht dabei gehabt, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Was ist das jetzt, der Wertstoffhof? Sieht fast aus wie ein Tor, das Symbol, ne? Aber ich möchte jetzt da einfach hin, einfach aus dem Grunde, weil da, auch wenn ich jetzt das Wrack angeklickt habe, da ist jetzt definitiv unser Ausgang.
Und das ist nicht rot umrandet, ne? Das bedeutet, sieht so aus, als ob wir da eine Chance haben, in befreundetes Gebiet zu kommen. Ja, hier ist nichts rot. Gut, das ist doch schon mal was. Lass uns erstmal vom Tor ein bisschen wegfliegen, damit da nicht einer durchspringt und wir sind getroffen. Und Schiff ist gescannt. Wie kann ich hier diese Karte bewegen? Na, kann man nicht. Ich kann sie bewegen. Kann ich mit irgendwas anderem? RSD geht nicht. X, R. Dein Schiff hat keinen Kapitän. Okay, auch sehr schön. Nee. Mauswad geht. Und ich kann leider nicht die Karte irgendwie anders bewegen. So. Da haben wir Ressourcendepot. Alien-Schiffe kommen, okay. Auch, glaub, direkt hinter uns, ne? Oder was? Ne, das ist das rote Tor. Handelsposten. Gucken wir gerade aufs schwarze Brett. Nix drauf. Ja, das hatten wir jetzt gerade. So, da haben wir ein Nord-Nordwest-Tor und wir haben auch ein Südtor irgendwo. Da, dann nehmen wir mal das Südtor. Also Süd-Südwest. Da links wird schon gekämpft. Machen wir jetzt nicht mit. Bringt uns nicht wirklich was. Gucken, wo wir hinkommen. Ich hoffe nicht, dass es gleich wieder rot ist, alles. Ne, ist es nicht. Bisschen vorfliegen, einmal hier hin. Es geht weiter nach Süden noch. Und das Tor ist da auf jeden Fall nicht rot. Das andere auch nicht. Da sind wir auch gerade. Oder stehen die? Ja, wir sind ein Stück weggeflogen, stimmt. So, dann einmal hier bitte rein. Da ist nichts Besonderes hier. Handelsposten. Was haben wir hier für eine Station? Ein Transporter. Ich möchte aber nicht den Transporter haben. Ich möchte hier die anderen Sachen haben. Waffenfabrik? Nee. Und das ist eine Solarkraftwerk. Was hat das Solarkraftwerk denn so zu bieten? Kein Auftrag. Schade. Und da gibt es die Energiezellen, ne? Die werden ja immer ab und zu mal irgendwo gefragt. Gaskollektoren, okay. Was verkaufen die? Helium, Wasserstoff, Neon und Chlor. Und gibt es was auf dem schwarzen Brett? Ja, Lieferung Chlor. Aber die muss man irgendwo hinbringen, ne? Das ist ein bisschen mageres Geschäft. Wir haben doch schon ein paar Taler mehr. Jetzt habe ich nochmal gedrückt. So, dahin oder dahin? Das ist die Frage. Zentrum geht's nach oben. Jetzt haben wir uns hier so durchgehangelt, ne? Ja, tendenziell würde ich jetzt sagen, sollten wir vielleicht da gucken, dass wir dahin kommen mehr. Aber das ist das Südtor. Lass uns einmal gerade Südtor fliegen noch. So.
Da rein. Gucken, wo es dann lang geht. Okay, da geht es nach Westen und nach Südwesten. Was hier groß drunter los? Nicht so viel. Fliegen wir nach Südwesten. Ja, obwohl das Westtor natürlich das nähere ist, ne? Ja, komm, dann West-Nordwest, gucken wir erst da rein. So. Okay, hier gibt es größere Kreuzungen und da geht auch eine wieder nach Norden ab. Das wäre vielleicht der bessere Weg. Das ist das Tor. Einmal hier reingeguckt. Da ist was. Ein geheimer Vorrat. Dann fliegen wir den doch mal an. Da hinten ist er. Checken wir den mal aus. Was da Schönes drin ist. Kilometer noch, 20. Asteroiden werden größer. Okay. Hier ist ein Titanvorkommen. Dann müssen wir noch näher ran. Uns wird das nichts mit angucken, was drin ist, ne? Und einmal interagieren und wir öffnen das. Und finden dort Maschinengeschützturm selten und Doppelmaschinengeschützturm selten. War jetzt nicht so prickelnd, ne? Okay. Welches Tor nehmen wir? Das Nordtor. Das war das. Ne, ne, da kommen wir her, glaub. Aus Südosttor kommen wir her, genau. Ist da das Nordtor? Ein Stück vorfliegen. Ne, das ist das West-Südwest-Tor. Dann nehmen wir das da. Das ist das Nordtor. Gut, die Richtung. Und auf geht's. Einmal in das Tor rein. Gucken, was los ist. So. Dann geht es mal in eine Richtung weiter schon mal. Da ist ein Asteroidenhaufen auch drin. Aber sonst auch nichts. Was ist das? Chemikalienfabrik und ein Plastikhersteller. Da oben Handelsposten. Gibt es Aufträge? Achso, aus dem Knappheit. Die brauchen jetzt die Energiezellen, die wir letztens irgendwo gesehen haben, ne? Wir haben aber nicht zufällig welche mit, ne? Ne, Sauerstoff haben wir mit, okay. Gut. Die Herrschaften, was haben die im Angebot? Kühlflüssigkeit brauchen die. Die kostet richtig Geld.
Nein, 35.000. Keine Ahnung, wo es die gibt. Plastikhersteller, da unten ist noch wer. Milchproduktfabrik. Was möchten die haben? 66 Vieh brauchen die. Okay. Das ist das Nordwesttor, da geht's dahin. Gut. Aber ich würde sagen, für die Folge soll es dann auch erst wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.